Hallo, hallo Freunde chinesischer Monitorkunst. Ein jeder Mensch verspürt irgendwann in seinem Leben den Wunsch nach einem 7-Zoll-Monitor. Und bei mir ist es nun soweit, ich bin in diesem Bezug ein Spätzünder. Und deshalb habe ich mir den HDIPS Color ACP Monitor von niemanden. Das ist wieder irgend so ein namenloses Gerät, findet man überall bei eBay, bei Amazon und mit Sicherheit auch bei den meisten China-Shops. So, ich habe es auch bei eBay bestellt, weil die Preisunterschiede halt da nicht so monströs waren. Ich glaube, 43 Euro habe ich bezahlt. Ich verlinke euch das Angebot unten in der Videobeschreibung. Wofür braucht man einen externen Monitor? Ja, das sind immer so die Fragen des Lebens. Ich im Speziellen, um meine ganzen Geräte zu testen, ja, weil nämlich das gute Stück hier alles Mögliche unterstützt, was man halt so an Eingängen benötigt. Wir haben HDMI, wir haben einen VGA-Input. Okay, gut, das ist jetzt ein bisschen alt. CE-Zeichen. Ross. FC. AV müsste der auch unterstützen. Schauen wir mal, was wir noch Lustiges draufstehen haben. Barcode könnt ihr ja abscannen und mal gucken, was dahinter steht. Was haben wir hier noch? Ah, die Adresse. Da wissen wir doch, wo das Ding herkommt. Fourth Floor, also vierte Etage. A-Building in Kangcheng Electronic Industrial Park in Chonghua. Road Neil Avenue Minchi Longua Boan. Meine Fresse, das klingt wie eine scheiß Zutatenliste für irgendein total exotisches Gericht, was ich kochen soll. Zucker der Telefonnummer. 0755 ist ja auch egal. Der Kontakt heißt Alice. Wollen wir anrufen? Hey Alice. Ja. Ich wollte nur mal fragen, wie es geht. Gut. Okay, genug rumgealbert. Machen wir mal den Karton auf und gucken, was wir hier alles mitgeliefert bekommen. Ich hoffe zumindest den Monitor. Ansonsten wäre das hier wirklich sehr enttäuschend. Eine personalisierte Nachricht an mich. Multivideoeingang, VGA, AV, HDMI, Bildschirmauflösung 1280x800 Pixel, Bildschirmkontrast 1300:1, Bildschirmhelligkeit 400 CD pro Quadratmeter. Ich weiß nicht genau, was CD ist. Es kann auch als Monitor für CCTV Systems, Rückfahrkamera, PC Monitor und Innensicherheit verwendet werden. Anzug für Spielen, Computer mit und so weiter. Ist wieder hervorragend übersetzt, vermutlich Google Translator. Mit drehbarer, stabiler Basis. Der Bildschirm des Videomonitors. Doppelpunkt H, 60 Grad V, 40 Grad Hinweis. VGA-Kabeln hat eben Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Das ist wieder perfekt übersetzt worden wahrscheinlich, weil dieser Satz am wichtigsten ist. Multimenüsprache. Deutsch. Bildschirmgröße 10 Zoll. Und ich habe vorhin gesagt 7 Zoll. Das liegt daran, dass ich mir ursprünglich einen 7 Zoll Monitor holen wollte, mich auch für einen 10 Zoll entschieden habe. 16:10 Bildschirmverhältnis. Ansprechzeit, das ist die gute alte Reaktionszeit. 8 bis 12 Millisekunden. Das ist jetzt nicht so fantastisch. Und er kostet auch nicht 40 Euro. Das war die 7 Zoll Variante. Am besten ich verlinke euch beide. Jetzt habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht. Nee, der hat ja ein paar 60 gekostet. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch eine 7 Zoll Variante. Ich verlinke euch einfach beides. Dann wollen wir den mal hier raushebeln. Und mal auspacken. Das ist jetzt vermutlich erstmal nur das LCD. Panel. Oh, hier haben wir doch schon was Verständlicheres. Immerhin LCD kann man lesen. Ja, so, jetzt kommen wir noch zu dem reichlichen Zubehörpaket. Ständer. Bitte nicht lachen. Netzteil. Oh, fein, das ist gleich ein richtig deutsches, nicht mehr mit Adapter. Nein, es ist einfach nur für deutsche Steckdosen. Und noch mehr, irgendwas zum Kleben. Ich vermute, damit können wir Ständer irgendwo dran kleben. Ja, wenn auch ihr einen Ständer irgendwo dran kleben könnt, dann ist das eigenartig. Ich frage mich, warum eigentlich diese kleinen Monitore 7 Zoll oder 10 Zoll verhältnismäßig teuer sind. Ich meine, von 60 Euro kriegt man ja eigentlich auch schon ein 10 Zoll Tablet dafür, ein älteres. Ja, die Installation ist hier denkbar einfach. Das ist doch eigentlich das System wie von Digitalkameras. So, das war's. Einfach anschrauben und schon hoppelt der Hase. Jetzt kann man den noch ein bisschen, also höhenverstellbar ist er nicht. Also das muss man auch ein bisschen locker drehen und jetzt kann man den wahrscheinlich neigen. Das ist... Ich glaube, so rum ist es richtig. Jetzt kann ich den neigen. Okay, jetzt macht Sinn. Jetzt könnte ich mich auch so nach oben machen. Ups. Das ist ein bisschen too much. Okay, jetzt schnell festdrehen. Ah, falsche Richtung. Nein. Gehorche mir, Monitor, oder ich wäre böse. Okay, zu der Problematik kommen wir später. Wir überprüfen das mit den Eingängen. Da haben wir Strom. Und dann HDMI, VGA, AV. Ja, wunderbar. AV ist zum Beispiel wichtig für günstigere Spielekonsolen, die man in China so bestellen können. Die haben alle noch AV-Ausgänge und kein HDMI. Und VGA, okay, gut, das ist ein Standard, der wirklich ein bisschen älter ist. Aber alte Notebooks beispielsweise haben häufig noch den VGA-Anschluss für externe Monitore. Und HDMI, klar, das ist natürlich ein absoluter Standard. Hier unten, U2, ein Lautsprecher? Das ist ein Lautsprecher, hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich habe ja meinen Namen. Coolertron. Das klingt doch wie irgendwas Futuristisches. Was steht denn hier noch? 18:10 Monitor, 1280x800. Wunderbar. Mehr haben wir offensichtlich nicht, außer natürlich noch Bedienelemente auf der vorderen Seite. Und eine kleine LED, oder ist das eine Schraube?
Nee, der Ständer macht mich echt kaputt. Ui, das ist ganz schön schwergängig. Ich glaube, das ist zu leicht. So, ihr platzt bestimmt schon genauso vor Spannung wie ich, jetzt den Monitor hier gleich mal anzuschalten. Habe ich ja noch nicht gemacht bisher. Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier wirklich so richtig live Test von irgendeinem Gerät ausführe. Meistens gucke ich mir das ja schon vorher an. Aber ihr nicht. Wir wählen eine TV-Box als Audio- bzw. Videoquelle. Schließen die per... Das sind übrigens die, die ich verlost habe. Per HDMI an. So, also zack, rein und Strom brauchen. Mist, welches Netzteil war jetzt die TV-Box? War eine Kacke. Identische Netzteile, die würden mich doch verarschen. Also Spannungen vergleichen. 5 Volt, 2 Ampere macht die TV-Box. Also ist das Netzteil für die TV-Box. Ansonsten grill ich das Ding jetzt gleich. Und das andere ist der Monitor. Wunderbar. Ups. Sieht man, wie schnell man sich hier so ein Setup aufbauen kann. Also Strom rein und da haben wir schon hier No Signal. Und jetzt noch das Bild rein. Komm schon, du Bastard. So, sehen wir? Ne, nicht. Der kippt jetzt so voll nach rechts, weil der ist so leicht für die ganze Kabellage. Sollte man sich vielleicht dann doch, wenn man den irgendwo auf Dauer benutzen möchte, ankleben. Dafür war das ja da. Der hat irgendwie auch Löcher, das heißt, man kann sich auch einfach irgendwo anschrauben. So, meine TV-Box ist die jetzt schon an. Okay, wir haben noch einen Power-Button. Ne, der ist den war schon an. No Signal. So, jetzt habe ich den Stecker mal richtig reingemacht. Wie ein Mann mit Druck. Und da haben wir auch schon ein Bild. Ein echt klares Bild, muss ich sagen. Wuhu, sieht gut aus. Ja, Touch haben wir natürlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bediene ich das Teil denn eigentlich? So, Maus, Microsoft, uralt, aber funktioniert nicht. Yee. Gut, dann halt Tastatur. Ist die eingerichtet, die TV-Box? Oder habe ich die schon zurückgesetzt? Anmeldung nicht möglich. Nein, ich habe sie zurückgesetzt. Okay, Monitor. Es geht ja eigentlich um den Monitor. Soll ja nicht in die TV-Box gehen. Spickwinkelstabilität ist hier offensichtlich, dass er... die TV-Box fällt gerade runter. Blickwinkelstabilität ist offensichtlich echt gut. Ja, das ist IPS. Also, das ist auf jeden Fall IPS. Also wäre das hier gelogen gewesen, das würde man auf jeden Fall merken. Nö, das ist ganz vernünftig. Hier mal kurz die Farben gezeigt. Aber ich muss sagen, gefällt mir. War echt eine lohnenswerte Investition gewesen, sich hier diesen kleinen günstigen Monitor zu shoppen. Geil, oder? Geil. Also Blickwinkel stabil, schöne Farbwiedergabe. Helligkeit ist auch soweit in Ordnung. Kann was. Mir gefällt's. Okay, dann schließen wir mal noch einen kleinen Computer an. Und zwar den hier. Das ist der Everwise X5, den habe ich auch schon mal vorgestellt. Auch ein Party-Teil. Ist ein bisschen größer als die TV-Box, aber im Großen und Ganzen immer noch klein. Okay, hab's hinbekommen. Das war ein bisschen umständlich, ich weiß nicht genau, wann das liegt, aber mein Alphawise X5 erkennt den Monitor nicht und startet auch dann nicht. Erst wenn er der Meinung ist, jetzt habe ich den Monitor entdeckt, startet er auch. Deshalb habe ich erst jetzt den Großmonitor im Hintergrund angeschlossen, habe ihn hochfahren lassen, die Auflösung noch geändert, weil nämlich bei einer hohen Auflösung der Monitor wiederum kein Bild bringt. Logischerweise ist er dann out of range. 1280x800 Pixel hat mir festgestellt, ist die Auflösung und die habe ich jetzt auch eingestellt. Können wir mal nachschauen. Also habe ich am großen Monitor eingestellt, dann Monitore gewechselt. Wie wir sehen, das Bild ist echt schön scharf. Hier Windows 10 wird gut dargestellt. Kann man sich hier alles gut reinziehen. Hier 1280x800 habe ich jetzt eingestellt. Und jetzt können wir uns hier halt durch navigieren, wie wir das lustig sind. Wir könnten mal noch einen anderen Hintergrund auswählen. Der ist ein bisschen hässlich. Und zum Beispiel der. So, jetzt sieht man hier alles ein bisschen besser. Jetzt. Wunderbar. Wir können natürlich am Monitor auch selber noch ein bisschen was einstellen. Dafür haben wir die Menütaste. Und jetzt kommen wir dann in das Menü vom Monitor. Da können wir zum Beispiel die Brightness auswählen. Wie bright wollen wir sein? Wir nehmen natürlich maximale Brightness. Ich weiß eigentlich nicht genau, wie man den bedient. Ja, da ist doch schon was drin. Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, alles solche Sachen. Übrigens, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, mit den Auto-Button können wir uns durch die Eingänge durchschalten. Wir wollen natürlich HDMI. Okay, ich habe mal YouTube schon aufgemacht. Geben wir mal den besten Kanal der Welt ein. Nehmen wir mal Lee Echo Pro 3 Elite, den Kurztest. Und können wir uns jetzt halt hier auf den kleinen Monitor Videos anschauen. Sieht jetzt nicht oberfantastisch aus, sehen wir hier, die Kontrastverhältnisse sind irgendwie ein bisschen eigenartig. Ich müsste jetzt eigentlich auch Soundausgabe haben. Ja, hier 720p ist ausgewählt. Müsste man jetzt eigentlich nicht auswählen. Doch, 1080p kann man auswählen, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich einfach nur gar nichts, weil der Monitor das mich nicht packt. Ja, Sound bekomme ich gerade irgendwie spontan nicht hin. Auf Volume kann man irgendwie sofort die Brightness einstellen. Also die Helligkeit. Also man sieht auch, dass hier im Einstellungsmenü ist Audio grau. Das kann ich nicht auswählen. Also irgendwie, keine Ahnung, wird es offensichtlich nicht übertragen. Weiß nicht warum. Vielleicht habe ich irgendwas bei der Konfiguration von dem PC verbockt.
Tada, jetzt mal ein Android drinne. So, und können jetzt uns hier auch ein bisschen. Sieht auch irgendwie ein bisschen geiler aus, oder? Oder? Oder. Und können es jetzt hier durchklicken. Was habe ich denn eigentlich drauf? Ach ja, klar, Android 5.1 auf diesen Teilen ist immer, als würde ich gerade das X drücken, aber hier gibt es natürlich keins. Ist natürlich immer Android 5.1 drauf. Na, sieht doch geil aus. Richtig schön scharf. So, wofür ich mir das aber auch noch geholt habe, ist, um zum Beispiel solche Handhelds zu testen. Die haben nicht in der Regel einen AV-Ausgang. Das gilt auch für diese günstigeren Spielkonsolen, die ich vorhin erwähnt habe. Habe ich jetzt schon angeschlossen, eben über AV. Also klicken wir uns jetzt hier durch. Haben wir ja AV1. Leider hat der aber keinen Cinch-Audio-Eingang. Kann ich jetzt also mit internen Lautsprecher nicht wiedergeben. Müsste ich jetzt halt ohne Sound spielen. Moment. So. Und es funktioniert auch. Jetzt kann ich hier, statt halt über den kleinen Bildschirm, kann ich jetzt über den großen spielen. Naja, groß. 10 Zoll halt. Zack. Das Ding stelle ich jetzt übrigens auch bald vor. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob der jetzt meine Einstellungen noch übernommen hat. Aber funktioniert. Mist, den Sprung hätte ich schaffen sollen, um den verdammt Weltrekord zu knacken. Was das Level 1 angeht von Super Mario Bros. Gehen wir mal ins Menü. Tatsache, der hat das zurückgesetzt. Jetzt kann ich für jeden Eingang hier offensichtlich das immer neu konfigurieren. Das geht jetzt aber hier auch über die Short Keys. Naja, Short Keys ist ein bisschen übertrieben. Nehmen wir mal noch die Helligkeit hoch. Und jetzt sieht das da schon viel, viel freundlicher aus. Super Mario Brothers. Kann man jetzt hier mal ein bisschen absuchten. Habt ihr gesehen, wie ich den Koopa gekillt habe? Das war herrlich, das war herrlich. Und, hohoho. From Pipe to Pipe Jump. Hat hier ganz gut geklappt. Nein, hat mich gekillt. Okay, gut. Dann werde ich den Weltrekord für Level 1-1, vielleicht auch doch nicht, oder doch, den werde ich verschieben. Ja. Okay, ich hoffe, ich konnte euch diesen kleinen Monitor hier ein bisschen näher bringen, euch das Ganze ein bisschen zeigen. Also in dem Preisbereich, finde ich, ist das schon ganz vernünftig. Die Auflösung wäre vielleicht Full HD noch ein bisschen besser gewesen. Für mich eben sehr interessant, die ganzen Eingänge, die wir, wie eben gerade gezeigt, auch parallel verwenden könnten. Also kann ich jetzt hier auch noch ein VGA-Gerät mit anschließen. Zum Beispiel halt Notebook, das noch VGA unterstützt. Hey, was macht denn der? Der spielt ohne mich. Das Bild sieht an sich gut aus, schön farbenfroh, Blickwinkel stabil und auch die maximale Helligkeit, habt ihr ja gesehen, das ist echt vernünftig. Ich meine, das ist Studiobeleuchtung, die ihr gerade auf den Monitor ballert und trotzdem kann man alles ganz gut erkennen. Ich werde ihn behalten, das wird mein neuer Testmonitor, um eben zum Beispiel solche Handhelds hier zu testen, inwiefern die eben auch an externen Displays verwendbar sind, wenn diese einen AV-Eingang besitzen. Sound habe ich jetzt spontan gerade nicht hinbekommen, aber ich denke mal, das liegt dann hier an meinem AlphaWise-Computer und er hat eben, was ich ein bisschen bedauerlich finde, der hat Audio-Video-Cinch-Eingang, aber dann für Audio halt keinen Eingang. Es ist ein bisschen blöd, weil nämlich der Handheld selber sich dabei komplett abstellt. Ich habe es gerade nochmal getestet. Also der Sound wird auf jeden Fall abgeschalten, sobald der AV-Out verwendet. Na gut. Ich danke euch fürs Zuschauen von meinem kleinen Video über diesen kleinen Monitor, den ich als Testmonitor behalten werde. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert vielleicht meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid und euch für China-Technik interessiert. Habt ihr Langeweile, dann kommt auf moschus.de und lest euch dort irgendwelche Artikel durch über irgendwelche Flash-Sale-Angebote, Gutscheincodes und so weiter. Außerdem habe ich zwei Giveaways fast bald am Laufen, unter anderem diesen schönen kleinen Handheld. Wir sehen's. Bis dahin. Ciao.